Sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, ich möchte Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserer Live-Übertragung der Ausbildungsmesse 2009 aus der Weibelfeldschule. Die Ausbildungsmesse findet in diesem Jahr sogar schon zum 12. Mal statt und wieder sind zahlreiche Firmen, die wir eingeladen haben, heute erschienen und sind auf der Messe mit Workshops, Vorträgen, Videos und auch Präsentationen dabei. Hallo aus dem Oberstufengebäude. Bei mir steht Herr Wildermuth. Ja, Herr Wildermuth, können Sie uns vielleicht was über Ihre Schule erzählen? Gerne. Wir haben hier einen Stand und repräsentieren die European School of Design in Frankfurt, eine Schule mit dem Studiengang Kommunikationsdesign, also eine Schule für zukünftige Ideenentwickler und Gestalter. Das ist ja schön. Also, was braucht man denn dann so für Voraussetzungen? Man braucht Abitur oder Fachhochschulreife und man wird eine Mappenprüfung machen müssen, also eine Mappe einreichen zur Bewerbung und danach wird ausgewählt, wer so einen Studienplatz bekommt. Und welche Berufe kann man dann lernen, wenn man das gemacht hat? Ganz viele unserer Absolventen oder überhaupt Kommunikationsdesigner gehen in die Werbung, in Werbeagenturen als Artdirektor, Kreativdirektor. Grafiker, viele gehen auch mittlerweile in Internetagenturen und gestalten dort. Andere wiederum gehen in die Verlage und machen Zeitschriftendesign oder Magazine. Bei Filmstudios finden Sie Kommunikationsdesigner, bei Fernsehsender, überall. Okay, also was erwarten Sie denn dieses Jahr von der Messe? Ich bin das erste Mal hier und erwarte, dass einfach unsere Schule ein bisschen bekannter werden wird. Wir sind relativ unbekannt, da wir noch sehr jung sind. Aber wir haben mittlerweile hervorragende Studenten und hervorragende Arbeiten und das wollen wir hier ein bisschen zeigen. Gut, dann danke fürs Interview und ich gebe zurück ins Studio.